möchte euch herzlich begrüßen. Mein Name ist Klaus Klaffenböck. Wir haben jetzt 24 Themen, verschiedene Themen schon gehabt. Und ich bin dankbar über das Thema, was wir heute haben. Und das heißt das lebendige Wasser. Das berührt mich sehr, das Thema. Und ich bin wirklich gespannt, was heute dann noch gesagt wird, von mir gesagt wird. Im Genesis, im ersten Buch Mose steht, und der Geist schwebte über dem Wasser. Offensichtlich ist alles, was Gott geschaffen hat, aus dem Wasser entstanden. Das Wasser spielt eine ganz bestimmte Rolle. Aber ich möchte zuerst ein Lied singen, das heißt Stern, auf den ich schaue. Damit ist Jesus gemeint. Stern, auf dem ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Herr, dem ich vertraue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. Es gibt in der Bibel, schon im Alten Testament, einige Stellen, die auf dieses lebendige Wasser hinweisen. Zum Beispiel Jesaja 55, 1. Wohlan, ihr Durstigen, alle steht sogar, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Oder in Jeremia 17 steht, wer aber den Herrn verlässt, der trennt sich von der Quelle des Lebens. Interessant, diese Quelle des Lebens und Gott hat eine Verbindung, eine ganz wichtige Verbindung. Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, die mich persönlich einmal sehr betroffen hat, vor circa 33 Jahren. Und zwar im Johannes 7, 38 steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das habe ich damals geträumt. Das war interessant. Ich war ganz am Anfang mit meiner Gottsuche. Ich war noch voller Zweifel und Ängste. Ich dachte, dass Gott mir meine Sünden nicht vergeben hat. Ich habe so wenig gewusst. Ich habe keine Ahnung gehabt noch. Und wir waren bei einem Besuch in Innsbruck und in der Nacht, wir haben bei denen geschlafen, das ist die Schwester von meiner Frau, wir haben bei denen geschlafen und in der Nacht hatte ich einen ganz eigenartigen Traum. Plötzlich flossen aus meinem Körper unten Ströme lebendigen Wassers, also Ströme von Wasser. Und die flossen in eine Schale hinein und in dieser Schale begann dieses Wasser so zum kreisen und dann war der Traum vorbei. In der Früh war ich nur froh, dass mein Bett nicht nass war, ganz ehrlich gesagt. Aber ich konnte mit dem Traum überhaupt nichts anfangen, gar nichts. Ich habe mir gedacht, ein ganz eigenartiger, komischer Traum. Und wir haben an diesem Tag noch einen Ausflug gemacht und sind bei so einer kleinen Kapelle vorbeigekommen. Auf der Kapelle steht Blut Christi Kapelle drauf. Und ich gehe in die Kapelle hinein und sehe dort an der Wand gemalt die Schale mit einer wallenden Flüssigkeit, so wie ich es im Traum gesehen habe. Und vor dem Augenblick habe ich gewusst, dass Jesus meine Sünden vergeben hat. Und wir sind dann zurückgekommen und ich habe die Bibel aufgeschlagen, wirklich so einfach nur genommen und aufgeschlagen. Und mein Blick ist auf diese Stelle gefallen, die ich zuerst gelesen habe. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Dann habe ich eine Bestätigung noch für diesen Traum gehabt. Ich bin damals herumgesprungen wie ein Kalb, das man auf die Weide hinauslässt im Frühjahr. So eine Freude habe ich gehabt. Und ich habe gewusst, dass dieses lebendige Wasser etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Wenn man von dem Wasser trinkt, das Jesus uns gibt, dann wird es in uns zur sprudelnden Quelle, sagt er. Auch im Johannesevangelium 4,11 steht es. Und diese sprudelnde Quelle in uns, die wird weitergetragen zu den Menschen durch unser Wort. Das ist auch der Sinn dieser Sendung. Das ist der Sinn dieser Aufnahmen, dass wir dieses Wort von ihm weitertragen, dieses lebendige Wort. Und dieses lebendige Wort ist lebendiges Wasser. Wo steht es in der Bibel, dass Wasser und das Wort unmittelbar miteinander zu tun haben? Entschuldige, ich muss das geschwind nachschauen. 26, Epheserbrief 5, 26 steht: Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Durch das Wasserbad im Wort. Jesus wird dieses lebendige Wort gemeint und gesagt, dass er das ist. Und er meint damit auch, dass wir dann reingewaschen sind, wenn er zu uns spricht. Sie sind schon rein geworden durch das Wort, das ich zu ihnen gesprochen habe. Wir haben einmal ganz ein besonderes Erlebnis gehabt. Ich war 1998, waren wir in Dresden mit einer Theatergruppe. Das war noch in der kommunistischen Zeit. Und wir waren da in einer großen Kirche. Wir durften nur ein Plakat draußen auf der Kirche anbringen. Alles andere war verboten. Es war ein Stück für Kinder. Das hat Nathanael der Krambold geheißen. Das waren so eine Art Hollywood-Tiere. Und wir haben nicht erwartet, dass so viele Kinder kommen. Und wir haben uns in dieser Sakristei, was dort war, umgezogen. Und um 3:30 Uhr nachmittags wurden die Tore der Kirche geöffnet. Und wir haben drinnen den Eindruck gehabt, als wenn ein großer Wasserfall auf uns zukommt. So waren die Stimmen. Und das Wort, was damals verkündet wurde, das wurde auch weitergetragen. Es waren viele, viele Kinder, die nachher gekommen sind und ihre Sünden bekannt haben und gesagt haben, wir haben gestohlen, wir haben irgendetwas gemacht, was nicht in Ordnung war, Mutter und Papa belogen und so weiter und so weiter. Und der Heilige Geist hat damals in ganz besonderer Weise gewirkt. Es sind sogar Prophetien gefallen, die hingewiesen haben, dass die Mauer fallen wird. Nur haben wir das nicht gewusst, dass das so wichtig gewesen wäre, wir hätten damals berühmt werden können. Na okay. Das Wasser hat eine ganz bestimmte Funktion. Sie wäscht uns äußerlich, aber das Wort des Jesu, das wäscht uns innerlich. Das ist das Interessante. Wenn du das Wort immer wieder aufnimmst und an Jesus glaubst, dann wird aus deinem Mund etwas herauskommen, was für Gott wohlgefällig ist. Deine Seele und dein Geist sind reingewaschen. Du sprichst dann im Heiligen Geist. Äußerlich kannst du dich baden und waschen, so oft du willst. Du bist schon rein durch das Wort, sagt Jesus. Nur die Füße soll man immer wieder waschen. Okay. Jesus möchte uns zu den Quellen führen, die wirklich das Wasser des Lebens sind. Ich möchte da ganz eine bestimmte Geschichte erzählen, die uns sehr berührt hat. Wir waren in einer Gemeinde in Russland, das waren ungefähr 35 Leute. Am ersten Abend, nicht mehr.
Wir haben das Wort Gottes verkündet und wir haben gemerkt, dass an der Gemeinde einfach viel geschehen ist. Es sind Heilungen geschehen. Es haben sich Menschen, die noch so halb bekehrt waren, die noch so vage waren in ihrer Glaubensausrichtung, die haben da wirklich dann Schluss gemacht mit dem alten Leben und haben ein neues Leben begonnen. Nicht wir sind auf die Straße hinausgegangen und haben dann dort Leute geworben, sondern die Leute aus der Gemeinde. Und nach dem dritten Tag waren in der Gemeinde 500 Leute. Am zweiten Tag waren sie schon ungefähr 150. Und am dritten Abend waren, glaube ich, 500 Leute. Das ist so ein Sal Cultura gewesen, da gehen ungefähr 500 Leute hinein. Die sind in Russland fast alle gleich gebaut. Und dadurch haben wir gewusst, wie viele Leute das sind. Dieses lebendige Wort ist wie Wasser zu den einzelnen Menschen geflossen. Darum ist es so wichtig, dass wir das aussprechen, dass wir biblische Worte aussprechen, dass Menschen berührt werden in ihrem Herzen. Auch wenn sie am Anfang dagegen sind und sich wehren, aber wenn sie dann plötzlich erfasst werden von der Liebe Gottes, dass wie ein Wasserstrom in sie plötzlich hineinfließt, dann werden auch von ihnen Ströme lebendigen Wassers wegfließen. Dann wird sich ihre Sprache verändern, ihr Leben verändern, ihr Denken verändern. Aber Gott lässt uns nach wie vor den freien Willen, das soll man wissen. Wir müssen uns schon selber entscheiden, dass wir sagen, ich möchte mal das Wort Gottes lesen, möchte mal erfahren, wie er wirklich ist. Ein Professor, ein älterer Mann, der schon verstorben ist, hat uns einmal folgende Geschichte erzählt. Er hat gepredigt und plötzlich ist dann nachher ein junger Mann nach vorne gekommen, wütend, und hat gesagt, was Sie da erzählen, das ist alles Mumpitz, das ist alles Blödsinn. Und er, geleitet vom Geist Gottes, sagt zu ihm, schreiben Sie die Bibel ab, schreiben Sie das Neue Testament ab. Und wenn Sie das getan haben, dann kommen Sie wieder und erklären mir, was der Mumpitz dran ist. Der junge Mann ist heimgegangen, widerwillig, hat er begonnen, wirklich das Neue Testament abzuschreiben. Und zuerst sind die vier Evangelien, dann ist die Apostelgeschichte und dann kommt der Römerbrief. Und beim Römerbrief hat er erkannt, dass alles, was da drinnen steht, wirklich Wahrheit ist. Ich möchte jetzt mit einem Lied noch abschließen. Wasser des Lebens fließt wie ein Strom. Vom Himmel her, von Gottes Thron, es überflutet das dürre Land. Das ist der Segen aus Gottes Hand. So weit, so klar, so tief und so nah, Strom der Gnade fließe ich, deine Liebe fließt durch. So nah, so wie ein grenzenloses Meer, ist deine Güte um mich her. Ja, Vater, das stimmt. Das Wasser des Lebens fließt wie ein Strom durch unser Leben durch, wenn wir bei dir bleiben, Herr. Wenn wir dich ernst nehmen und wenn wir sagen, Herr, sei du Herr in unserem Leben und ich möchte alles, was du sagst, wirklich ernst nehmen, möchte es in meinem Herzen bewahren und möchte es weitergeben. Das Weitergeben allein zeigt uns schon, dass Ströme lebendigen Wassers von uns wegfließen, Herr. Danke für dieses neue Leben, das du uns geschenkt hast. Amen.